Hallo zusammen, schauen wir uns heute das Bruchrechnen ein bisschen an. Fangen wir mit den Grundlagen an. Um Brüche miteinander addieren oder subtrahieren zu können, müssen wir sie vorher auf den gemeinsamen Nenner bringen. Das ist manchmal schwieriger, manchmal leichter. Ein paar Beispiele habe ich vorbereitet, schauen wir es uns einmal durch. Wenn wir haben die Brüche 2 Drittel, 1 Viertel, 5 Sechstel und 3 Zwölftel, fragen wir uns, was ist der gemeinsame Nenner? Beginnen tun wir immer bei der größten Zahl. Die größte Zahl, der größte Nenner ist 12. Dann überprüfen wir, ob Drittel, Viertel und Sechstel in 12 hineinpassen. 3 geht in 12 hinein, 4 geht in 12 hinein und 6 geht in 12 hinein. Also ist 12 der gemeinsame Nenner, den wir nehmen können. Das heißt, wir können alle 4 Brüche auf Zwölftel schreiben und könnten sie dann miteinander addieren, subtrahieren oder vergleichen, das heißt der Größe nach ordnen. Wie geht das? Wenn ich Drittel auf Zwölftel bringen möchte, muss ich überlegen, mit welcher Zahl muss ich 3 multiplizieren, um auf 12 zu kommen. Das ist in diesem Fall 4. Das heißt, ich müsste mal 4 rechnen. 3 mal 4 ist 12. Rechne ich unten mal 4, muss ich oben auch mal 4 rechnen. Das würde ergeben dann 8. 2 mal 4 ist 8. Wie komme ich von 4 auf 12, indem ich den 4er multipliziere mit 3? Multipliziere ich unten mit 3, muss ich oben auch mit 3 multiplizieren. 3 mal 1 ist 3, also 3 Zwölftel. Wie komme ich von 6 auf 12, indem ich mit 2 multipliziere? Multipliziere ich unten mit 2, muss ich oben auch mit 2 multiplizieren. Also 10 Zwölftel. Von 12 auf 12 brauche ich nichts multiplizieren, oder wenn wir wollen, sagen wir mit 1, ist nicht notwendig. Also bleibt 3 stehen. Und somit habe ich alle 4 Brüche auf einen gemeinsamen Nenner gebracht und könnte sie jetzt addieren, subtrahieren oder miteinander vergleichen, der Größe nach ordnen. Dann sehe ich jetzt zum Beispiel, dass diese beiden Brüche gleich wären. Das heißt, 1 Viertel und 3 Zwölftel ist das Gleiche. Anderes Beispiel. Wir haben Achtel, Sechstel, Drittel und Zwölftel. 3 geht in 12 hinein, ja, können wir als erledigt abhaken. 6 geht in 12 hinein, ja, können wir als erledigt abhaken. 8 geht nicht in 12. Also wissen wir, dass 12 nicht der gemeinsame Nenner sein kann. Die weitere Überlegung ist dann immer, ich nehme mir den größten Nenner her, das ist 12. Und multipliziere ihn mit 2, dann mit 3, dann mit 4 und so weiter und so fort, so lange, bis auch der Achter in das Vielfache von 12 hineinpasst. 12 mal 2 ist 24. Geht 6 und 3 in 12, dann geht auch 6 und 3 in 24. Das heißt, um die beiden müssen wir uns nicht mehr kümmern. Geht 8 dann in 24 hinein? Ja, also ist 24 der gemeinsame Nenner, den wir aufschreiben können für alle 4 Brüche. Und dann wieder die Überlegung wie vorher. Wie komme ich von 8 auf 24 mal 3? Weil 8 mal 3 24 ist. Deswegen muss ich oben auch mit 3 multiplizieren. 3 mal 3 ist 9. Fertig. Wie komme ich von 6 auf 24? Indem ich mit 4 multipliziere. Mal 4. 6 mal 4 ist 24. Also muss ich den gegebenen Zähler auch mit 4 multiplizieren. Also 4 24stel. Wie komme ich von 3 auf 24? Indem ich mit 8 multipliziere.
multipliziere 3 mal 8 ist 24. Also muss ich oben auch mit 8 multiplizieren, erhalte ich 16. 2 mal 8 ist 16. Und dann am Schluss, wie komme ich von 12 auf 24? Indem ich mit 2 multipliziert habe. Also muss ich 5 auch mit 2 multiplizieren, erhalte 10. Und somit habe ich schon wieder alle auf einen gemeinsamen Nenner gebracht, indem ich mir vorher das Vielfache gesucht habe. Noch ein Beispiel hierzu. Wenn wir haben 2 Drittel, 3 Fünftel, 5 Sechstel und 7 Zehntel, geht 5 in 10? Ja, deswegen erledigt. 6 geht in 10 nicht und 3 geht in 10 auch nicht. Also muss ich von 10 ein Vielfaches nehmen. 10 mal 2 ist 20. Geht 6 in 20? Nein. Geht 23? Auch nein. Deswegen ist 20 nicht mein gemeinsamer Nenner. Multipliziere ich mit 3. 10 mal 3 ist 30. Geht 6 in 30? Ja, 5 mal erledigt. Geht 3 in 30? Ja, 10 mal erledigt. Und somit weiß ich, 30 muss der gemeinsame Nenner sein. Mit was muss ich 3 multiplizieren, damit ich auf 30 komme? Mit 10. Also muss ich oben auch mit 10 multiplizieren. Mal 10, also 20 Dreißigstel. Mit was muss ich 5 multiplizieren, damit ich auf 30 komme? Mit 6. Also muss ich oben auch mit 6 multiplizieren. 3 mal 6 ist 18. Mit was muss ich 6 multiplizieren, dass ich auf 30 komme? Mit 5. Also muss ich oben auch mit 5 multiplizieren. 5 mal 5 ist 25. Mit was muss ich 10 multiplizieren, damit ich auf 30 komme? Mit 3. Also muss ich oben auch mit 3 multiplizieren. 21. Somit habe ich alle drei Brüche wieder auf einen gemeinsamen Nenner gebracht, indem ich das Vielfache der größten Zahl gesucht habe. Mal 2, mal 3, mal 4, solange bis ich alle abhaken konnte. Und dann immer nur, mit was muss ich unten multiplizieren? Mit der gleichen Zahl muss ich oben den Zähler auch multiplizieren. Und könnte jetzt die Brüche schön addieren, subtrahieren oder miteinander vergleichen, der Größe nach. Soweit klar?